Ganz nach diesem Motto möchte ich gerne heute eine sogenannte Peekaboo-Karte mit dir basteln. Peekaboo ist Englisch und meint das Kuckuckspiel, das Kinder so gerne mögen. Der Name für diese besondere Kartenform kommt daher, dass, wenn du hier einmal kurz ins Fenster schaust, beim Öffnen der Karte ein Spruch oder auch ein anderes Motiv, das kann genauso gut ein Bild sein, hier erscheint, so wie wenn du eben deine Hände vor die Augen legst und dann die Hände wegnimmst und etwas siehst. Daher kommt der Name. Und ich freue mich sehr, dass du da bist und wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem heutigen Video. Ich bin Nadine von Nadine Kreativ und Unabhängige Stampin'Up!-Demonstratorin. Das heißt, ich bastle jetzt hier eine Karte mit den aktuellen Produkten von Stampin' Up! Und wenn dir die hier verwendeten oder auch andere aktuelle Materialien von Stampin' Up! Gefallen, kannst du sehr gerne über mich bestellen. Dazu kannst du mir entweder eine E-Mail schreiben oder direkt im Online-Shop über mich bestellen. Wenn du den Online-Shop wählst und im Bestellvorgang meinen aktuell gültigen Demonstrator-Code eingibst, dann schicke ich dir als kleines Dankeschön im Folgemonat auch eine Überraschung zu. Meinen aktuell gültigen Demonstrator-Code findest du auf meiner Seite nadinekreativ.de in der Sidebar ganz unten. Auf der Webseite unter den Anleitungen findest du auch eine Materialliste zu dem heutigen Projekt und eine ganz, ganz kurze, ich sage jetzt mal angefangene schriftliche Anleitung, vor allem mit den Maßen für die Zuschnitte. Ich gebe das natürlich jetzt Schritt für Schritt einmal weiter und schreibe dir das ja auch wieder ins Video rein. Aber wie gesagt, falls du da auch einmal schon mal vorab schauen möchtest, was du benötigst, das ist im Endeffekt ein Farbkarton in Grundweiß, schönes Designpapier, ein paar Stempel, Etikettenstanzen und das war es eigentlich auch fast schon. Du kannst natürlich aber auch die Gestaltung wählen, wie du gerne möchtest. Ich bastle jetzt nun schon seit einigen Jahren und auf meiner, ich sage jetzt mal, imaginären To-Do-Liste gibt es immer noch einige Projekte, die ich irgendwann mal umsetzen möchte, beziehungsweise bin ich auch immer mal wieder auf der Suche nach neuen Ideen und Anregungen. Und tatsächlich habe ich in den letzten Jahren noch nie eine Peekaboo-Karte gebastelt und mir gedacht, das wird jetzt einfach mal Zeit. Ich habe Lust, die gerade zum Geburtstag einfach mal anzufertigen. Und ja, zugegebenermaßen wusste ich zunächst auch nicht, wie man die bastelt und habe mir da einige Videos angeschaut. Bin aber auch eben nicht der Typ, dass ich mir so die Videos komplett und detailliert anschaue, sondern ich gucke einfach mal ganz kurz immer, wie ist der Mechanismus, wie funktioniert das und mache meistens ja mein eigenes Ding draus. Und tatsächlich habe ich mich gefragt, warum man bei so vielen Videos, bei der, ich sag jetzt mal, üblichen Peekaboo-Karte so viel Materialien und Schritte benötigt. Also ich habe das ein bisschen für mich verkürzt und hoffe, dass auch dir das gefällt und du damit ganz gut was anfangen kannst. Während ich so herumgetüftelt habe, sind bei mir tatsächlich noch weitere Karten entstanden. Die will ich dir jetzt einfach mal kurz zeigen. Und zwar hier auch mit demselben Designpapier-Paket sozusagen. Also es ist ein anderer Bogen aus diesem selben Paket, fabelhaft floral. Hier einfach mal eine komplett andere Karte, hier so in Calypso gehalten. Und eine weitere. Hier war die Idee, dass ich mal den weißen Farbkarton im Inneren behalte, um auch ein bisschen Text noch zu haben zum Schreiben. Es gibt so, ja, manchmal Situationen, wo ich ganz gerne noch was reinschreibe. Manchmal bin ich ganz froh, wenn ich einfach nur die schöne fertige Karte habe und da nicht so viel mehr reinschreiben muss. Und so habe ich jetzt einfach verschiedene Variationen angefertigt und dabei bin ich über den ein oder anderen Punkt noch gestolpert, den ich dir vielleicht einfach gleich mal mitgeben möchte. Und zwar, wie du siehst, habe ich hier einfach mal in einem Farbkarton gearbeitet und damit grundweiß drauf gearbeitet. Dabei ist mir aufgefallen, dass durch die vielen Schichten, ja, das doch dann tatsächlich irgendwann schwieriger wird, beziehungsweise es einfacher ist natürlich, wenn du schon Farbkarton wählst als Grundfarbe, dann vielleicht einen hellen, auf den du direkt stempeln kannst. Denn ansonsten machst du jedes Mal quasi auf den, ich kann es ja hier mal so ein bisschen andeuten, auf den Farbkarton noch etwas Weißes oder eine andere Farbe legen, dass du entweder quasi komplett drauf packst oder dann eben nur in dieses Fenster direkt. Wenn es nur das Fenster ist, musst du natürlich wiederum aufpassen, dass du, wenn du hier schiebst, da nicht drunter rutscht und so weiter. Deswegen meine Empfehlung, nimm am besten Farbkarton, der möglichst hell ist, auf den du entweder direkt stempeln kannst oder direkt gleich Grundweiß nimmst. Dann habe ich hier mit dem dünneren Farbkarton in Grundweiß angefangen, der grundsätzlich auch ganz gut ist und den mag ich eigentlich lieber auch zum Stempeln. Ich finde aber tatsächlich, dass die Karte hier ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, lappriger geworden ist und deshalb bin ich am Ende auf den Farbkarton extra stark gegangen und kann dir das nur empfehlen. Auf den kann man tatsächlich auch ganz gut stempeln, daher spricht in meinen Augen
nichts dagegen, den so zu verwenden. So, ich möchte aber gerne diese Karte jetzt mit dir basteln. Und wir brauchen zunächst dafür einmal Farbkarton in Grundweiß, wie gesagt, extra stark. Und mit meiner Anleitung brauchst du auch nur einen Bogen Farbkarton für die Karte, so dass wir jetzt hier einmal den Bogen einmal bei 10,5 cm halbieren, also einmal der Länge nach durchschneiden. Und dann brauchen wir das eine Stück mit den Maßen 22 x 10,5 cm. Dass ich jetzt noch bei 14,8 cm falze. Das ist die Vorderseite. Und dieses Stück geht dann nach hinten weg. Dann brauchen wir das zweite Stückchen Farbkarton. Das hat ebenfalls die Breite von 10,5 und wir kürzen es auf eine Länge von 28 cm. Und falzen auch dieses bei 14,8 und auch bei 26 cm einmal. Das ist das zweite Stück, das wir gleich brauchen. Das geht quasi nach hinten. Und das brauchen wir. Dann machen wir am besten gleich weiter mit den Designpapier zuschnitten. Und zwar brauchen wir hier einmal, ja, eigentlich den Bogen deiner Wahl. Ich habe hier aus dem Set Fabelhaft Floral, auf das ich in letzter Zeit öfter zurückgegriffen habe, das hier diese verschiedenen Bögen enthält. Ich zeige es einfach noch mal ganz kurz. Ich finde die einfach so schön. Und da habe ich einfach diesen Bogen einmal gewählt für das Hauptdesign sozusagen. Und aus diesem Bogen noch die Blumenblüten ausgeschnitten, um dann am Ende zu dekorieren. Ich bin ja sonst zugegebenermaßen auch nicht so der Freund vom Ausschneiden, ehrlich gesagt. Aber hier finde ich, lohnt sich das einfach mal. Es sieht hervorragend aus, wie ich finde. Und das Schöne ist, bei dieser Kartenform jetzt kannst du aus einem großen Bogen mit den Maßen 30,5 x 30,5 cm zwei Karten machen, wenn du das Design auch so willst wie ich. Und dazu kannst du entweder den halben Bogen in dieser Richtung nehmen und dann quasi dreimal 10 cm Streifen machen. Oder ich habe jetzt tatsächlich, weil ich es ganz schön finde, hier das Fortlaufen zu haben, habe mir einen 10 cm Streifen abgeschnitten, daraus dann die zwei Stücken gemacht, die ich brauchte, und dann noch einmal einen zweiten 10 cm Streifen. Das heißt also, das sind meine Reste vom ersten Zuschnitt. Ja, also ein ganzer 10 cm Streifen bleibt übrig. Daraus mache ich mir jetzt diese zwei Stückchen, um wieder das fortlaufende Muster zu haben. Und aus dem anderen Stück wird meine Front. Wir brauchen jetzt also einmal diesen 10 cm Streifen. Ich messe noch einmal nach, ob das wirklich 10 sind. Tatsächlich sind das hier 10,5. Klar, das ist der Rest bei 30,5. Und 2x 10 abgeschnitten macht das irgendwie auch Sinn. Ich kürze mir das also einmal nochmal auf 10. Und brauche dann zwei Stücken von 10,7. Das kommt nach oben. Das kommt dann nach unten. Und das andere Stück schneide ich mir noch zu 14,3 zurecht. Das hat auch 10 cm in der Breite. So, das sind erstmal alle Designpapierzuschnitte, die wir benötigen. Dann kommt einmal unsere Karte wieder zurück zum Einsatz. Und zwar, wie gesagt, das ist das erste Stück, was wir gerade geschnitten haben, das mit den 22 cm Länge, das wir einmal bei 14,8 cm gefalzt haben. Das ist, wie du vielleicht gesehen hast, ja ausnahmsweise mal eine Karte auch im Hochformat. Üblicherweise sind die Peekaboo-Karten meistens im Querformat.
Meine ist jetzt mal im Hochformat. Und auf die Vorderseite kleben wir jetzt einfach mal dieses Designpapier. Ich bin jetzt auch mutig und stanze am Ende durch mehrere Schichten. Das ist einmal quasi der Farbkarton plus zwei Schichten Designpapier, durch die ich nachher stanze. Wenn du dich das nicht traust, kannst du natürlich auch in einzelnen Schritten gehen. Dafür zeige ich dir auch gleich an nächster Stelle, wie du dafür am besten vorgehen kannst. Ich finde aber tatsächlich, es funktioniert. Auch durch diese insgesamt drei Schichten. So, das ist wieder die Vorderseite. Auf die Rückseite, wenn man das dann so nach oben klappt, kommt das obere Stück von diesen zweien direkt hier so angelegt, dass du an beiden Seiten und oben etwa gleich viel Platz hast. Und auf das andere Stück, da ist jetzt quasi hier diese 14,8 cm hinten und hier vorne dieses kleine Stückchen, das kommt jetzt, guckt nach oben. Da klebe ich mir jetzt das zweite Stück Designpapier noch auf. Und das hier einfach mittig so auf die Fläche, dass überall etwa gleich viel Abstand ist. So, wenn das ein bisschen angetrocknet ist, dann geht es schon weiter mit dem Stanzen. Und zwar hast du ja vielleicht gesehen, dass ich hier vorne ein Fenster habe, das wie gesagt am Ende durch drei Schichten geht. Hierfür habe ich mir die Stanzformen etwas Besonderes ausgesucht. Da gibt es nämlich diese verschiedenen Größen. Und da habe ich mir einfach von denen, wo es drei verschiedene Größen gibt, die beiden kleineren genommen. Zunächst einmal mit der einen. Ja, ich würde mal sagen, hier so unten, so dass hier auch einigermaßen gleich viel Platz, ja, vielleicht ein bisschen tiefer, durchgestanzt. Und zwar mehrfach, damit du auch gut durch alle drei Schichten kommst. Wichtig hierbei ist, dass du diese Stanzform nicht zu hoch ansetzt, denn später kommt ja, hier ein Stück quasi, hier kommt ja dieses Stück dann durch. Wenn es zu hoch ist, dann siehst du später von diesem Fenster was. Deswegen also eher so in der unteren Hälfte oder gar im unteren Drittel. Und so stanze ich jetzt hier mit etwas Abstand ringsherum einmal dieses Stückchen aus und dann bin ich gleich wieder bei dir und zeige dir, wie es weitergeht. So, dann habe ich das einmal hier ausgestanzt und ich brauche genau noch so ein Fenster auf diesem Stückchen und zwar an exakt derselben Stelle. Dafür lege ich jetzt einfach mal beide Kartenteile übereinander. Habe mir vorher aus einem Klebezettel einfach mal dasselbe Motiv ausgestanzt und zwar so, dass hier oben auch dieses Klebestück noch dran ist und kann das hier einfach mal einkleben. So. Und dann lege ich nämlich jetzt einfach die Stanzform noch einmal genau an dieselbe Stelle. Du merkst ja, wenn die Stanzform fest ist, dass sie quasi gar nicht mehr verrutscht. Und klebe mir das auch nochmal mit einer Washi-Tape fest, damit auch wirklich nichts schief geht. Und kurbel das Ganze jetzt noch einmal durch. So, dann kann ich das hier einfach alles einmal abnehmen. Und tatsächlich packe ich diese Reste erstmal noch gar nicht so weit weg. Das sieht jetzt erstmal nach Müll aus, aber weil ich schon so viele davon habe, habe ich mir überlegt, vielleicht mache ich sogar noch eine Resteverwertung daraus. Daher, ich packe die erstmal beiseite. Vielleicht hast du damit ja auch noch eine schöne Idee. Aber so, erstmal geht es weiter mit dieser Karte, bevor ich schon an die nächste denke. Und zwar brauchen wir als nächstes noch von diesem Stück hier. Das ist quasi das Stück, was später reingeht, also mit dem
zweiten Spruchmotiv. Und hier habe ich tatsächlich einen ganz guten Hinweis gesehen, nachdem ich eigentlich schon fast fertig war mit dem ganzen Tüfteln und ich schon überlegt hatte, ob ich mir solche Kanten reinklappe, um das so ein bisschen zu fixieren am Ende, weil ich finde das irgendwie so ungünstig, wenn die Karte so locker ist. Ich zeige dir das später mal, wie das aussieht, wenn man es nicht macht. Aber ich möchte gerne hier am Ende was festkleben. Und da habe ich, wie gesagt, als ich schon fast fertig war mit dem ganzen Tüfteln, gesehen, dass die liebe Ingrid von Papierstoffiges scheinbar vor kurzem auch die ähnliche Idee hatte wie ich und auch das ganze Projekt einmal ein bisschen optimiert hat. Dass sie hier ein Stückchen von den Seiten weggenommen hat. Das heißt, wir brauchen jetzt einmal noch das Falz- und Schneidebrett. Und ich mache die Kanten auch ein bisschen breiter in meinem Fall, einfach weil es auch meine Stanzform zulässt und das am Ende dieses Einführen der Karte quasi erleichtert. Das heißt, ich lege meine Karte einmal hier oben bei 1,5 cm an und schneide so ungefähr 4 cm tief. Das ist jetzt an der Stelle gar nicht so wichtig, dass es exakt ist. Mache das auf beiden Seiten, wie gesagt, bei 1,5 cm angelegt. Ungefähr 4 cm tief. Schneide hier auch die Ecken einmal ab. Gerade schräg, das ist an der Stelle egal, das sieht man ja nicht. Und zusätzlich hat sie außerdem noch die Ecken abgerundet. Und ich dachte mir, das kann ja nicht schaden, das mache ich jetzt auch einfach. Also wenn du Ecken abrunden hast, mach das gerne. Ich habe hier noch das, ja, dieses frühere Envelope Punchboard mit dem Eckenabrunder. Falls du keinen Eckenabrunder hast, nimm einfach eine Schere und mach dir die Ecken schön rund. Und damit haben wir jetzt eigentlich schon die Zuschnitte soweit fertig und kommen ans Kleben. Ich muss an dieser Stelle auch gleich noch einmal sagen, ich bin jetzt so mutig und oder naiv, kann man sehen, wie man möchte. Ich stemple, nachdem ich geklebt habe. Du kannst natürlich aber auch dir hier eine kleine Bleistiftmarkierung machen und dann stempeln und später kleben. Aber ansonsten, wenn du es machen möchtest wie ich, kleben wir jetzt zunächst. Und zwar einmal dieses Stück an die Rückseite. Dazu nehme ich noch einmal den Flüssigkleber. Achte jetzt ganz doll darauf, dass hier wirklich die Karten Kanten auf Kanten kommen. Also hier und hier hinten und dann möglichst auch das Etikett wieder ineinander verschwindet und so weiter. Also das ist jetzt, glaube ich, der fast schwierigste Schritt an dieser Stelle. Aber das Schöne ist ja, solange dieser Flüssigkleber noch nicht getrocknet ist, kannst du ja hier noch ein bisschen hin und her schieben. So, genau. Und bei den meisten Slider-Cards habe ich dann gesehen, die sind dann einfach so zu öffnen, was grundsätzlich schön ist, aber mich störte tatsächlich auch dieses offene Konzept daran. Und wie gesagt, da bin ich jetzt auch der lieben Ingrid von Papierstoffiges gerne gefolgt. Und habe mich zur Klebevariante entschieden. Und zwar öffnest du am besten einmal die Karte und hast dann hier hinten ein bisschen Spielraum zum Kleben. Ich würde dir empfehlen, jetzt so nah wie möglich an den Rand zu gehen. Und hier vorne, also in die Richtung ist gar nicht so entscheidend, aber möglichst dicht an den Rand, dann so gleitet die Karte leichter hinein. Und dann trocknet es einfach kurz an. So, dann können wir das auch einfach schon mal probieren. Und ja, ich finde tatsächlich, das funktioniert schon ganz gut. Das war nicht in allen meinen Beispielen so, muss ich gestehen. Auch da habe ich einfach ein bisschen nachjustiert und gebe dir gerne meine persönlich optimierte Version weiter. Jetzt geht es weiter mit dem Stempeln. Und zwar habe ich mich hier für
zwei Sprüche entschieden. Es passend zum Geburtstag, einmal natürlich zum Geburtstag. Und ich fand ganz schön, mögen all deine Wünsche wahr werden aus dem Stempelset Liebe über alles. Also beide Stempelsprüche sind aus diesem Set. Sie hieß ja zum Geburtstag und mögen all deine Wünsche wahr werden. Du kannst natürlich aber auch in alles Gute oder ganz viel Glück da reinsetzen aus diesem Set. Oder wenn du ein anderes hast, natürlich auch einen ganz anderen Spruch wählen. Oder aber, wie gesagt, auch gerne ein Stempelmotiv, also ein Bild aussuchen. Ich fange jetzt also an. Jetzt Achtung, muss ich selber einmal aufpassen. Und zwar, das ist jetzt die geöffnete Karte. Das heißt, in der geöffneten Karte steht bei mir am Ende, mögen all deine Wünsche wahr werden. Dazu nehme ich mir jetzt einmal den Stempelblock B, ziehe mir den Spruch drauf. Ah, ist ganz knapp, aber B passt gerade noch so. Wenn es dir zu unsicher ist oder zu knapp, dann nimm gerne auch ein C. Das Stempelkissen in Pfauengrün. Und dann möglichst mittig und ohne, dass irgendwo was daneben geht, aufstempeln. Wie gesagt, sehr mutig. Und wer weiß, eines Tages kommt vielleicht der Moment, wo ich mir denke, hätte ich es doch lieber anders gemacht. Aber ich finde tatsächlich, wenn man das wirklich in einem konzentrierten Moment macht, funktioniert das ganz gut. So, das muss jetzt natürlich einen kurzen Moment antrocknen. In der Zwischenzeit kann ich schon einmal vielleicht den Spruch wechseln. Und zwar wechsle ich hier einmal auf zum Geburtstag. Ich ziehe da schon einmal rein und drücke jetzt einfach da oben nicht. Wenn du den Moment hast, lass den auch einfach vielleicht einmal kurz trocknen. Und hier genau ansonsten das Gleiche. Zum Geburtstag, möglichst mittig. Und ohne, dass etwas über den Rand geht. Aber du siehst ja, ob du die Stempelfarbe schon einigermaßen ordentlich aufgetragen hast oder ob dir doch irgendwo was daneben gegangen ist. Dann wisch natürlich einmal nochmal drüber, damit dir nicht irgendwas daneben geht. Aber ansonsten probier es aus oder sei vorsichtiger als ich und mach es einfach ein bisschen anders. Wie gesagt, dann würde ich dir empfehlen, einfach hier vorher mit Bleistift eine kleine Linie zu machen und entsprechend dann in das Motiv einzustempeln und später wegzuradieren. So, dann siehst du, habe ich hier eine Umrandung gemacht. Dafür habe ich auch diese zweite Stanzform schon vorne rausgenommen und zwar passend zum Designpapier und zum Stempelkissen, das ich gerade gewählt habe in Pfauengrün, habe ich natürlich auch hier einmal in Pfauengrün ausgestanzt. Und zwar nehme ich mir hier einfach mal ein kleines Stückchen und stanze jetzt zweimal. So, und zwar kannst du direkt beide ineinander legen und stanzen. Oh, das ist jetzt ein sehr knappes Stück geworden, aber das passt schon. Und zwar lege ich die so exakt ineinander und nehme auch hier noch einmal das Washi-Tape und fixiere mir das, damit mir nichts verrutscht, dass der Abstand überall auch etwa gleich breit ist. Und das mache ich jetzt gleich zweimal. Ne? Ich brauche das einmal quasi hier vorne für den Rahmen und ich habe es in der Mitte auch einmal noch verwendet. So, dann habe ich jetzt zweimal diese Rahmen und auch hier bleiben wieder diese inneren Etiketten übrig, die ich, wie gesagt, einfach mal beiseite lege und vielleicht fällt mir dazu noch ein schönes Resteverwertungsprojekt ein. Diese Rahmen klebe ich jetzt nun einmal auf, auch hier wieder mit dem Flüssigkleber. Vorsichtig aufgetragen, dass ihr nicht zu viel überquellen kann. Und das klebe ich hier einfach so ringsherum. Und dasselbe mache ich dann auch im Inneren.
Und dann dekoriere ich eigentlich nur noch meine Karte. Und zwar habe ich mir hier gedacht, auch wenn es ein wunderschönes Stempelset zu dem Designpapier gibt, habe ich es mal ausprobiert und irgendwie war ich nicht ganz so davon überzeugt, es jetzt hier zu kombinieren. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme einfach diesen anderen schönen Bogen Designpapier und schneide daraus aus. Und zwar zeige ich dir noch einmal, war das hier dieser Bogen. Da habe ich einmal für die Kartenfront quasi dieses schöne Ensemble genommen und die Blüte dann fürs Innere. Und damit du mir jetzt nicht beim Ausschneiden zuschauen musst, habe ich das einfach schon mal vorbereitet. Wie gesagt, das ist jetzt nicht so meine Lieblingstätigkeit, aber finde ich, lohnt sich hier total. Und hier habe ich einfach mal große Dimensionals genommen. Vorher noch so ein bisschen nach oben geknickt, die äußeren Kanten. Dann kriegt das Ganze nachher vielleicht auch noch ein bisschen mehr Dimension. Und habe dann quasi im Inneren so drei große Dimensionals verteilt. Das ist ja doch ein recht großes Motiv. Aber eben auch nicht zu weit außen, damit auch der Rest ein bisschen noch nach oben abstehen kann zusätzlich. So, und jetzt achte ich dabei darauf, dass ich hier einerseits über den Rand komme, hier nicht den kompletten Spruch überdecke, aber eben schon ja, ein bisschen tiefer bin. Dass das mit dem Rahmen ganz gut passt. Ja, vielleicht so. Dann ist das meine Kartenfront. Und im Inneren kommt noch diese süße Blume. Hier wollte ich jetzt nicht mit einem Dimensional arbeiten, weil das natürlich am Ende, wenn es eine flache Karte ist, im Inneren vielleicht durchdrücken könnte. Und so habe ich jetzt hier einfach einen Mini-Klebepunkt verwendet. Oder weil es auch ein recht großes Motiv ist, vielleicht auch einfach zwei gleich nebeneinander. So. Aber auch hier habe ich dann die Enden ein bisschen nach oben gedrückt und mir die Blume dann hier hingesetzt. Hier ist aber wichtig, dass du jetzt eben nicht über den Rand kommst, damit du, wenn du die Karte geschlossen hast, ich kann es ja mal kurz andeuten, nichts von der Blume siehst. Denn das Innere soll ja quasi noch geheim bleiben am Anfang. Deshalb habe ich hier nur bis zum Rand geklebt. So. Und damit ist meine Interpretation der Peekaboo-Karte auch schon fertig. Wenn dir meine Idee und Anleitung gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du mir ein Däumchen nach oben gibst oder gar unter diesem Video kommentierst. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, aber kein Video mehr verpassen möchtest, dann klicke doch abonnieren und aktiviere die Glocke. Weitere Beiträge von mir findest du auf meiner Seite nadinekreativ.de unter den Anleitungen, aber auch auf Instagram und Pinterest unter nadinekreativ. Ich hoffe, du hattest viel Freude mit dem heutigen Video bzw. auch beim Mit- und Nachbasteln. Ich würde mich sehr freuen, wenn du auch beim nächsten Video wieder dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute, deine Nadine Kreativ. Tschüss!